Der unbewegliche Mundknoten. Ein weiterer durchaus interessanter Angelknoten, den man nicht nur in Angeleien verwenden kann. Mit diesem Knoten wird eine Seitenschnur an die Hauptschnur, also Hauptleine, angebunden. Er ist sehr fest. Einmal richtig zugezogen, lässt er sich auch nicht mehr verschieben. Der unbewegliche Mundknoten. Hier unsere Hauptleine. Und hier die sogenannte Mundschnur. Die Mundschnur legen wir erstmal ein. Unterhandauge gegen den Uhrzeigersinn. In die Hauptschnur ein Überhandauge. Dann legen wir beide Augen übereinander, so dass das Auge der Hauptschnur auf dem Auge der Mundschnur liegt. Dann wird das Arbeitsende der Mundschnur dreimal um alle Parten der Augen getürmt. Eins, zwei, drei. Und wird abschließend nochmal durch beide Augen gesteckt und aus dem Knoten geführt. So, jetzt wird alles dicht geholt. Und wir haben die Mundschnur hier an die Hauptleine angeschlagen. Richtig fest zugezogen lässt sich der Knoten auch nur schwer lösen und er rutscht oder kann sich auch so gut wie nicht auf der Hauptschnur bewegen. Er sitzt wirklich bombenfest. Der unbewegliche Mundknoten.